So, Jens, willst du mal die Anmod machen? Nein. Okay, aber warum willst du die Abmoderation machen und nicht die Anmoderation? Übrigens, wir sind wieder bei Trials Fusion. Es geht weiter. Gib ihm. Gib ihm. Gib Rabbit. ihm! Direkt. Warum willst du immer die Abmod machen, aber nie die Anmod? Ja. Warum? Weil ich dich am Ende beleidigen kann, weil du schlecht bist, weil du eh wieder verlierst. Okay, Challenge accepted. Und dann auch noch das fehlst. Wenn ich jetzt nicht gewinne, wäre es echt bitter. Wenn ich jetzt gewinne, wäre richtig geil, ne? Ja, ist nett. Alter, ich war drauf und danach geht's einfach noch weiter. Wieso haben Leute so eine Angst vor Checkpoints? Alter. Sag ja zu Checkpoints. Das klingt wie so eine Das Ding, erste Ding ist noch Kondomwerbung nicht oder mal so so. schwer. Oder wie so eine Ja-Produktwerbung, sag ja zu dem und dem. Wir haben letztens waren wir bei Felix in Mainz und da haben wir gemeint, eigentlich müsste man mal voll zum Trollen, müsste so Lidl oder Edeka, müsste dann so Nein einführen. Nein-Produkte einfach mal Just Trolling machen. Wäre eigentlich witzig, ne? Ja. Und irgendjemand anders macht dann vielleicht noch dazu. Schwer Und wir was. in unserem Wohnheim haben uns überlegt, wann kommt eigentlich Ja-Bier? Boah. Davor kraut's mich aber. Ja, weil das ist so entstanden. Wir haben, nee, das war letzte Woche sogar schon, wo wir da geputzt haben. Also bei uns im Wohnheim wird einmal im Jahr geputzt. Das auch. Ja, das war's tatsächlich. Mann, das ist ein Studentenwohnheim. Hey, was denkst du, machen Ja, Mann, Studenten? erster Checkpoint, Denkst easy. du, Studenten putzen? Nee, wir haben gar keine Zeit dafür. Alter, hier ist was, was dich richtig aufregen wird. Alter, mich regt der Start schon richtig auf. Nee, das danach wird dich mehr aufregen. Ernst, wollen wir überspringen? Nein, ich muss hier die 20 Punkte absahen. Nur weil du nicht verlieren kannst. Ja, stimmt. Genau. Also ich meine, weil du die Rede halt Ja, geschrieben aber hast. ich komme gerade gut voran. Jawohl. Okay, ja. Fuck Ja, yourself. überspringen. Am Arsch kommst du gut voran. Ja, ich hab das hier schon geschafft. Gerade eben. Einmal. Ajo, ajo, hätte ich jetzt auch gesagt. Und was sagst du zu der Textur hier? Geige. Geil, du. Aber das danach, das fickt dich. Das Wie ist. machst denn du das? Fährst du zurück? Hä? Ja, tust du wahrscheinlich. Nein. Ich fahr einfach los. Ja, aber wie kommst du da oben drauf? Gas geben. Hartgas. Hab's geschafft. Ach du Scheiße! Wie soll das denn bitte schön möglich sein? Ja, deswegen überspringen rum. Schafft Ja, eh nicht. gerne. Ach du Scheiße! Was ein Hindernis! An der Schräge irgendwie so eine 10-Meter-Wand hoch. Das ist. Also wobei, mit der Rabbit wäre es fast sogar möglich, würde ich sagen, weil die hat halt die Ja, aber ultimative bis dahin Power. zu kommen ist ätzend. Die Map sieht geil aus, irgendwie. Antarktika. Jo. Wow. Oh, als ob. Ah, okay. Okay, ich probiere es erstmal mit Gefühl, bevor du mir beweist, dass es mit Hardgas geht. Bin oben. Ich bin mit Gefühl oben. Oh. Ah, da ist ein Checkpoint, gut zu wissen.
Ist nicht wahr. Ja, okay, did not finish. Wieso, was ist denn jetzt schon wieder? Warte mal, bis der Pro-Gamer bei dir ist. Komm erstmal her. Alter, das Hindernis ist schwieriger als du denkst, ne? Ist das awesome. Weil du scheiß Bunny Hops kannst und ich halt nicht. Ja, und danach kommt genau das Gegenteil. Ah, cool, danke. Stimmt, ich sehe es gerade, cool. Oh Mann, hey. Ich hasse Bunny Hops. Fick dich, Map-Ersteller. Alter. Ja, okay, das schaffe ich nicht. Ja, ich schaff das ja nicht. Ja, rumspring mal. Nee, ich will das nämlich schaffen, weil ich mir denke, dass ich das danach easy schaff. Nicht easy. Wenn du das easy schaffst, rede ich dich für den Rest des Parts mit Gottheit an. Okay, cool. Challenge accepted. Bin da. Also für den Part, gell? Die Aufnahme. Warte. Ja, okay, du hast schon zurückgesetzt. Ja, zwei. Achso, es ging darum, dass es First Try ist. Ja, easy, habe ich gesagt. Du hast schon ein paar Mal gefailt, also. Es ist nicht für dich easy. What? Ich hing an irgendwas fest. Ja, genau, das hatte ich auch gerade. Von, du brauchst noch richtig Speed da oben. Es geht, ich war gerade fast oben. Es hat's in sich, aber es ist meiner Meinung nach. Ja, ich hing fast schon wieder fest. Richtig geil. Wow. Es liegt an diesen Kackplatten, Mann. Ja, ich hab's geschafft. Und danach kommt genau nochmal so eine Schräge. Ja, ist klar. Ja, nee. Ist. Rutsch da runter, du. Ja! Nein! Alter, sieht das hier geil aus. Es kann nicht wahr sein. Ja, okay. Ich bin. Danach ist einfach nur gerade ausfahren, aber es sieht richtig gut aus. Kannst du dies Gib dir echt noch ein bisschen Zeit. Ja, mach bitte. Ich hab's geschafft. Schneidet man's ja einfach. Okay. So viel dazu. Hä, wie hast du das danach gemacht? Drei Versuche. Ninja-Style oder wie? Nö. Warte, das war das mit der zweiten Schräge? Ja, die hat oben so einen Buckel. Den Buckel kannst du eigentlich ignorieren. Eigentlich nicht. Doch. Ich bin halt mit einem Rad hochgefahren. Mhm. Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe. Ja, okay. Hm? Der Stelle war schwierig. Also, du bist selbst noch nicht drin. Ne. Ich warte jetzt noch kurz, bis du das schaffst, weil danach ist einfach nur noch gerade ausfahren, aber mit coolen Effekten. Nein! Okay, alles cool. Weil ich bin mir eh hundertprozentig sicher. Ey, guck jetzt, bist. Alter. Cool, ne? Aber jetzt fällst du eh. Das schaffst du nicht. Na, schaff ich das nicht. Ich bin drin. Du musst danach. Das ist nur ein Checkpoint da oben, gell? Das ist nicht das Ziel. Du musst richtig Speed haben hier. Ja, nicht ganz. Ich
müssen echt mal dazu übergehen, dass du aufnimmst, ne? Ja, sollte man. Oder einfach beide aufnehmen. Boah, ich hab grad wieder richtig Bock auf die Käsespätzle. Wann gab's denn die? Heute oder was? Ja, hab ich selber gemacht, gerade eben. Oh geil. Schieb mal was durch Leid. Boah, die sind so geil. Alter, so Bienen kann's gar nicht früh genug geben. Dann könntest du einfach bei dir reinstellen. Ich kann's mir holen. Guck dir mal deinen Kopf an. LOL. Jedes Mal, wenn du fehlst, quackt ein Frosch. Der Bunnyhop war ein bisschen heftig. Der an der Schrägen. Ups. Welcher Bunnyhop? Nee, ich hab grad so einen Bunnyhop gemacht, dass ich drüber geflogen bin über das, über die Plattform, wo ich eigentlich hätte landen sollen. Alter, sieht das hier wieder geil aus. Alter, ich sollte aufhören, Bunnyhops zu machen. Und da sollte ich Bunnyhops machen. What? Was war das denn gerade? Ich fail am ersten Hindernis, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das eine scheiß Abmessung hat, meiner Meinung nach. Natürlich. Also das kommt alles zu vollkommen kack. Wow. Waha. Alter. Die Map ist schön auf jeden Fall. Zwar nicht so spektakulär und schwer. Außer für den Ruben. Ja, für mich ist die voll unspektakulär, ohne Witz. Ich hab's geschafft. Easy. Auch ein Checkpoint? Ja. Alter, du bist gerade assi leise. Eigentlich nicht. I need to fix this. Hä? I need to fix this. Ich bin vom Ziel. Beeil dich. Oh Mann, ich hasse das mit diesen Ketten. Uff. Ja, nee, ist klar. Unser Infoprof ist übrigens so ein Mongo, ne? Der sagt, anstatt Integer, sagt er immer Integer. Und ich sitze immer hinten drin und denk mir, das heißt immer noch Integer, du Mongo. Ja, ja. Das kotzt mich voll an. Alter. Hm? Eins. Hier war Feuerwerk vom Ziel. What the fuck? Oh, ich bin runtergefahren. Gut. Ah, okay, ich kann auch warten. Alles klar. Grund, schaffst du noch in 20 Sekunden. Alter, hast du nicht dahin gelegt? Ja, das hatte ich. Was war denn das, wenn man was los sagt? Das habe ich öfter. Hui. Ich weiß nicht, aber mir passiert das irgendwie häufiger, dass ich am ersten Hindernis voll meine Zeit aufhänge, ne? What? Nur Roach? What? Roach only. Ey, such mal einen mit nur Becky. Also nur diesem Anfangs-Kackmotor. Boah, nee. What? F. Boah, das war cool, der Anfang. Ja. Das war mal ein Anfang, an dem ich nicht scheitern. Weiter. Ja, genau. Alter, ist die Roach langsam. Was? Alter, wie hast du es da hochgeschafft? Du, keine Ahnung. Also zum Glück muss man da nicht hoch. Alter.
finde, die ist unglaublich hart zu drehen. Wie meinst du drehen? Also links und rechts drehen diese. Da finde ich, die ist die Pit Viper schneller. Alter, mit der kann man überhaupt keine Bunny Hops machen. Ja. Da brauchst du ja bisher noch nicht. Ja, bisher nicht, ne, aber ich wollte einen machen, damit ich die eine Stelle einfacher machen konnte. Ist mir aber nicht gelungen. Komm. Alter, ist die langsam. Aha. Ich bin da gerade eben nicht hochgekommen. Ah, da geht's weiter. Oh, nee. Was? Alter, da ist ein Geschützturm und weil das so langsam ist, hat er mich zweimal getroffen. Aua. Ey, das ist cool. Bist du noch hinter mir, oder? Ja. Fick dich, du Geschützturm! Alter, dich auch. Der fickt mich gerade hart. Ist einfach viel zu langsam. Aua! Gerade eben habe ich gar keinen Fehler gemacht. Jetzt schon wieder nicht! Lol. Ich hatte nur zweimal. Ich schaff das nicht! Ruben, du kannst dich beruhigen. Wir dürfen hier eh überspringen die Map, weil man hier einen Bunny braucht. Ohne Scheiß. Ja. Sogar zwei hintereinander und einen auf so einer Kugel. Man muss echt den Knopf drücken. Das finde ich cool. Das war Styler, wie ich es gemacht habe. Oh, okay. Wenn die meinen. Ist gut, gell? Alter, du hast fast geschafft. Ich meine, auf die Kugel zu kommen ist ja nicht schwer. Alter, ist noch das mit dem Ding schwierig, einen Bunny Hop zu machen. Ach. Alter. Aber ich, wenn du es mit dem Ding kannst, kannst du es auch mit anderen. Ja, ich kann es aber nicht mit dem normalen. Mit der Pit. Ja, ich hab's geschafft, Alter. Das ist meine Disziplin. Duck dich. Ich dachte mal, das heißt lupp dich. Oh Mann, du bist so ein langsamer Kackhaufen. Na! Mag nimmer. GG, easy. Rage quit. Als ob, komm. Ich muss es auch noch fertig machen. Eh nicht, dass ich Rage quitte. Ehrlich gesagt, ja. Nee, eigentlich nicht. Ich bin hochmotiviert, außerdem macht mir heute alles Spaß. Ich glaube, ich könnte... Keine Ahnung. Ja! Alter, die Stelle hier fickt's einfach. Da muss man warten. Jens, ich hab die Stelle. Ja, schön für dich. Wow. Das ist echt cool mit den Knöpfen. Nein! An die Stelle hier wirst du lieben. Ja, Alter, die Map ist einfach mega Premium. Ist eine der besten, die wir je hatten. Ich meine, der Start war episch. 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 Als ob. Immer noch so episch? Ja, und die ganzen Elemente sind einfach mega ausgefallen. Ja, das mit den Knöpfen finde ich cool. Wart mal ab. Auch wenn ich gerade zu dumm zum Kacken bin, aber... Da kommt noch was Geileres. Wow, ich hab gedacht... Ja, okay, immerhin. Nein! Alter. Einfach konzentrieren. Ich hab mich zurückgesetzt. Lol. What the fuck?
Eigentlich könnten wir das Videomaterial von Battlefield heute an EA schicken, gell? Ja, könnten wir. Und dann? Würde Patch rauskommen. Das hat er nicht mehr. Weil ich bin ja in den Berg eingelaufen. Da hat sich die Wand hinter mir verschlossen. Da kam ich nicht mehr raus. Wie hast du die eine Stelle geschafft mit dem Buckel, der so rot ist? Mit den zwei bewegenden Plattformen? Mhm. Ach so, die bewegen sich. Ja, sicher. Und warum erfahre ich das erst jetzt? Das siehst du doch. Habe ich nicht gesehen, bis du es gesagt hast, tatsächlich. Wo muss ich da genau... Wohin? Ah. Als ob. Diese zwei Plattformen sind ein bisschen kacke, ne? Hier ist mega viel mit Timing und bewegende Plattformen, gell? Das kommt noch richtig viel. Roll zurück! Vor allen Dingen ist scheiße, dass man von den Platten runterrollt. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch, aber. Da ist tatsächlich Battlefield besser in der Physik. Dass ich das mal sagen muss, das hätte ich echt nie gedacht. Ich wurde dafür von EA übrigens bezahlt, um das zu sagen, ne? Ja, natürlich. Oh, wow. Alter, ohne Spaß, das Ende hier musst du sehen. Das ist einfach die geilste Map, die wir jemals hatten. Nö, ich find's cool. Hätte man jetzt noch die Pit Viper wär's. Ja, doch. Eben, deswegen ist die Map kacke, weil ich meine Pit Viper nicht hab. Deine Pit Viper also? Ja, meine Pit Viper, nicht deine. Ich will nicht deine. Meine getunte ist viel schöner als deine. Assinett. Doch, eines oversized. Ich hab so ein geiles Kit drauf, das ist. Ja, TLC nur bö. Ja. Siehst du mal, wer auf die ganze Zeit gewinnt. Besseres. Ich kauf mir die 12 Fusion Bonus Edition. Alter, fahr rein, Junge. Ich hab keinen Bock mehr. Wow. Ja, Gott sei Dank. So weit. Lol, bei mir bewegen sich die Plattform ganz anders. Du schwebst in der Luft. Ja. Lol. Was da gerade abging, war geil. Seifer, was machst du? Du musst am Anfang stehen bleiben, drauf fahren. Die fährt fast bis ganz an dein Ende, gell? Ach so. Da kannst du einfach drauf fahren, warten. Und es fährt auch fast bis zum roten Puppe. Einfach ein bisschen chillen. Ja, Viper, jetzt geht's ab. Ja. Holst mal deinen ersten Punkt. Fick dich. Ich hol meinen ersten Punkt wann und wo ich will. Ich muss meinen Wecker noch umstellen. Lol. Muss man noch eh warten, oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Das ist nicht geil, wenn man so Ideen hat, wo im Start bis was passiert. Roll da hoch, bitte. Es ist wie wenn man eine Story erzählen wird, ne? So bist du hierher gekommen. Ja. Genau. Da bekommt Trials auch einfach mal eine Story, ne? Das ist schon geil. Das catcht mich gerade richtig hart. Ja. Die Stelle krass. Ist mal wieder mega behindert. Ah, ne, doch nicht. Die Stelle ist mega cool. Auf einmal. Alter. Ja, hier schwebt man in der Luft. Gut. Auf dem Eisblock ist eine Stelle, schwebst du in der Luft, gell? Ja. Ich Alter, sag doch. Die Textur geht gar nicht klar auf dem Eisblock. Sag doch, da ist Battlefield Physik besser. Sponsert bei EA. Ah. Ja. Da
Das ist ein Product Placement. Für alle, die das hier gucken und sich fragen, von welchem Fehler wir reden, das kommt noch. Battlefield ist im Voraus aufgenommen. Das hier wird früher kommen. Echt? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich will jetzt erstmal nochmal ein paar andere Sachen bringen und gucken, wie die so ankommen. Weil Battlefield halt im Moment mega nicht läuft. Das lohnt sich fast nicht zum Hochladen. Ja. Ja, später, wenn wir mal Fame sind, dann denken sich alle, was haben die denn da für eine Scheiße aufgenommen, wie schlecht die waren. LOL. LOL. Die Textur ist mal wieder richtig für'n Arsch. Ja. Ja. Geschafft. Die Textur ist einfach nur mega behindert. Da schwebt meine Luft, okay. Ja, ist gut. Die Map ist kacke, lass die überspringen. Assi. Jetzt nicht, weil ich jetzt schlecht bin oder so, nicht falsch verstehen. Wir schaffen die ja gerade. Hä? Ja, ich find's einfach nur mega behindert, wenn man in der Luft fährt. Aber hier ist es richtig extrem. Ja, komm, lass überspringen, oder? Ja. Das die 20 Punkte schick ich nicht. Ich hab eigentlich nur die bestbewertetsten Maps reingeholt. Warum er sowas positiv bewertet, keine Ahnung. Ich meine, gut, es ist vielleicht viel, relativ ist viel, schwierig war. Es ist viel Arbeit und so, das gebe ich zu, aber das ist halt irgendwie kacke, wenn man halt nicht. Deswegen sieht, hasse ich Ice Maps. Das ist meistens so, Ice Maps. Ja. Das ist meistens die Textur ziemlich kacke. Ja, wir hatten auch schon ein oder zwei Wüstenmaps, wo es irgendwie kacke war. Meistens bei diesen Felsen, weißt du noch? Ja, genau. Die schwebt jetzt schon in der Luft am Start. Immer spawnt. Ja, mega geil. Gerade wieder sowas könnte ich einfach mal mit Anlauf reinspringen und ins Gesicht schlagen. Da würde ich dem Map-Ersteiger einfach mal gerne ins Gesicht scheißen. Ich meine, wieso muss man so eine Scheiße veröffentlichen? Ja, das sollten wir uns auch mal fragen. Außer, dass ich, abgesehen davon, dass ich es gerade nicht schaffe. Ja gut, da musst du halt mal wieder Gefühl haben, ne? Das hab ich nicht. Alter, das lernt man eigentlich in der Kampagne, Mann. Ja, und Bunny Hop auch, im zweiten Kapitel, Junge. Weil es so wichtig ist. Ja, ich kann's auch einigermaßen. Ja, so ungefähr kann ich es auch. Ich kann auch Hardcast geben, das ist so einigermaßen. Nee. Doch. Oh, und über die Stelle hier wirst du dich freuen, Jens. Da werde ich niemals ankommen, lass mich übrigens, gell. Ich freue mich ja jetzt schon über die Stelle. Da liegt wieder auf der Schrägen, liegt wieder was. Oh nee. Ah ja, sicher, ich hat's geschafft und dahinter bin ich beim Landen gestorben. Ja, ist bei mir auch gemacht. Ganz ruhig. Guck, guck. Nein! Okay, guck nicht. Oh Mann, jetzt habe ich schon geguckt. Alter, ich fail. Den ersten Teil kriege ich immer hin. Danach das Ding. Ich müsste einfach viel mehr üben irgendwie. Aber ich habe halt, wie gesagt, keine Zeit. Als ob man da üben muss. Ja, wenn wir üben würden, wären wir viel besser, ne? Ja, aber ich meine, lohnt sich das? Ich hätte schon Bock. Wofür wollen wir viel besser sein? Außer, dass wir dann mal extreme Maps anfangen können, aber. Ja, eben. Ich würde mal gern extreme spielen. So, ich bin jetzt mal wenigstens weitergekommen. Ein Checkpoint. Zwei Checkpoints. Oh ja, hier ist ein schräges. Das schräge Element ist ja klein. Okay. Drüber. Oh, Scheiß. Sicher. Sehe ich da vorne schon. So, jetzt bin ich bei dir. Juhu. So, ich muss mich gerade heftig konzentrieren. Alter. Kommt wieder eine schöne Schräge für dich. Alter, wieso ist da ein Huckel drin? Kann der das nicht? Ach du Scheiße. Scheit machen.
Oh, wenn selbst du sagst, sagt schon. Alter. Alter. Okay, easy. Er schafft das und sagt direkt easy. Nein! Ja, easy. So Urwaldschrei, ne? Wo hast du da gefailt? Ich bin nicht weit genug gesprungen danach. Lol. Nice. So, jetzt ziehe ich dich ab. Alter, wieso besteht diese Kackmap nur aus Schrägen? Oh wow, ich bin dahinter auf die Nase geflogen. Lol, Ruhm, guck dir das an. Ich stehe, ich lebe, gell? Puff, jetzt bin ich tot. Wieder dieser Kackfelsen danach. Das hier ist jetzt echt ein hartes Battle, das hatten wir schon lange nicht mehr. Was? Ich lasse nur die Chance, mal ein paar Puh dazu kriegen. So, drüber. Ninja-Style. Kann einiges. Ninja-Style? Ziel. Da Fug. Alter. Ja, irgendwie habe ich es geschafft, direkt. First try. Ich glaube, mit dem Ansatz kommst du dann niemals hoch. Ich bin irgendwie direkt hochgejumpt und dann hing ich da plötzlich an dem Reifen und dann bin ich, glaub ich, noch weiter Gas. Kann ich dir einen Tipp geben? Hm? Hat Gas. Niemals. Guck, ich hatte die ganze Map mit 1000 Schrägen. Ich habe einfach mit Hardgas durchgezogen. Das kann nicht sein. Ich habe immer noch keine Punkte. Das wird für dich zu Null ausgehen, gell? Mhm. Am Ende kommt Supercross. Nee. Nee. Das wirst du nicht schaffen. Ich werde alles dafür geben. Okay, mit Ansage. Ja. Ja, das wäre cool, wenn man dem Gegner so Steine in den Weg werfen könnte, um ihm irgendwie so das Leben schwer zu machen. Ja. Irgendwie Öl auf der Spur hinterlassen. Ja. Das wäre echt nass. Könntest du auf den schwierigsten Stellen könntest du Öl hinspritzen, sodass der Gegner unmöglich das ganze Spiel schaffen kann. Das ist wahrscheinlich der einzigste Gedanke, warum es das nicht gibt. Das wäre dann echt der Rage Simulator 2015. Ey, lass mal das erfinden. Den Rage Simulator? Gibt's ja noch nicht unter dem Namen. Ja, meinst du, das geht, wenn wir einfach so die Trials Engine nehmen und einfach mal einfach nur Öl rein machen in das Spiel und dann sagen, hey, das war unsere Idee. Copyright fick dich. Copyright fick dich. Finde ich gut. Was fandest du jetzt da dran so lustig? Was fandest du an Deutschen so lustig? Alter, weil das unter aller Sau war, der Humor. Ey, schwarzer Humor ist erlaubt in Deutschland. Zu einem gewissen Maße schon. Ja. Ich werde mich jetzt mal echt fragen, ob das noch drin ist oder nicht. Ich glaube schon, klar, Probleme wirst du deswegen nicht bekommen. Ansonsten also ob ich Probleme für irgendeinen Witz krieg. Ja, nee, auf keinen Fall. Ja gut, du hast ja keine Facecam gehabt und da eine bestimmte Geste gemacht, also von daher ist alles okay. Fick dich! Achso, du hast auf mich gewartet. Natürlich! Ich war gerade so im Flow drin und begeistert, dass ich was schaff. Immer ein 6 Pünktchen. Todesrennen. Auf die Map hatten wir schon. Ja, ich weiß. Das ist super krass. Die war kacke. Die fand ich kacke. Also, fängt schon mal ein Bunnyhop an. Und tschüss. Tschüss. Alter, kommt man da perfekt rüber. Okay, das war nichts. Da musst du ein Bunnyhop machen. Oh. Hm? Wo muss ich ein Bunnyhop machen?
um da perfekt zu landen. Hui! Ziel. Ich bin auch ohne Bunny Hop perfekt gelandet. Oha, da macht er sogar 36 Punkte. Reden wir nicht darüber. Aber immerhin, in zwei Runden 36 Punkte, das ist schon einiges. In den anderen 6 halt 0. GG an Jens. Ja. Fick dich. Machst du wenigstens die Abmoderation. Ruben ist ein Noob. Und das macht uns alle klug. Und danke fürs Zusehen. Ciao.